Mit diesem Trick finden wir in Tears of the Kingdom nach einiger Zeit so gut wie jeden Schrein. Zunächst benötigen wir den Schreinsensor, welchen wir von Robello bekommen können. Ein Video zum Sensor habe ich bereits hochgeladen, also falls ihr den Sensor noch nicht haben solltet, findet ihr das Video dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes sollten wir im Untergrund nach einigen Wurzeln Ausschau halten, da tatsächlich sich über jeder Wurzel an der Oberfläche auch ein Schrein befindet. Bedeutet, wir können, sobald wir im Untergrund eine neue Wurzel gefunden haben, auf der Oberflächenmap schauen, ob wir dort bereits den Schrein gefunden haben. Falls nicht, markieren wir uns einfach die Stelle, machen uns auf den Weg an die Oberfläche und mit Hilfe des Schreinsensors sollten wir dann relativ schnell den neuen Schrein gefunden haben.